Liebe Anleger, heute wende ich mich an Sie mit einem sehr interessanten Thema. Es lautet: Investieren in gehebelte ETFs. Geht das gut? Eine Simulation über 90 Jahre Börsengeschichte. Hier noch der Hinweis: Aufzeichnungen der TraderFox-Webinare und neue Termine finden Sie auf events.traderfox.com. Der Disclaimer wie immer: Ich gebe keine Empfehlungen, ich berate niemanden, ich schildere lediglich meine Sicht auf die Dinge und das ist auch so gemeint. Sie bekommen von mir Research und was Sie daraus machen oder nicht machen, liegt allein in Ihrer Hand. Damit habe ich nichts zu tun. Ich möchte Ihnen keine Empfehlungen geben. Ja, wir haben jetzt eine sehr spannende Geschichte vor uns. Und zwar hat der Indexanbieter MSCI vor gar nicht allzu langer Zeit ein Regelwerk für gehebelte Indizes vorgestellt. Das ist vor allem deswegen interessant, weil dieses Indexregelwerk mit günstigen Finanzierungskosten auskommt. Das heißt, S&P 500, nicht S&P 500, MSCI hat ein Regelwerk, wie der eigene Index, zum Beispiel der MSCI USA, gehebelt werden kann, mit Finanzierungskosten, die dem Leitzins entsprechen. Das heißt, in den letzten Jahren da quasi auch bei Null waren. Jetzt ist die Frage, oder jetzt kann MSCI dieses Regelwerk natürlich aufstellen und die Frage ist, ob es ETFs gibt, die dieses Regelwerk tracken können. Und die schöne Nachricht ist, ja, es gibt ETFs, denen es gelingt, diesen MSCI Leverage Index quasi 1 zu 1 nachzubilden. Und den stelle ich jetzt gleich mal vor. Ich finde das vor allem deswegen spannend, weil wir Privatanleger damit eine Möglichkeit haben, die uns bis jetzt quasi vorenthalten war. Wir wissen ja von Warren Buffett, dass er in Berkshire Hathaway über die ersten Jahrzehnte nach der Gründung eigentlich immer einen Kredit herbeigefahren hat, in der Größenordnung von ungefähr 1,6. Warren Buffett konnte das sehr gut machen über seine Versicherungen. Seine Versicherungsgesellschaften haben seinem Investmentarm diese Kredite gegeben. Woher wissen wir das? Weil es in der Bilanz von Berkshire Hathaway so ersichtlich ist. Für Privatanleger war das aber nicht möglich, diese Strategie von Buffett nachzubauen. Warum? Wenn ich mit einem realen Kredit in den Markt reingehe und wir haben eine heftige Korrektur, dann kommt irgendwann der Margin Call und die Bank zwingt mich dann, meine Position aufzulösen, wenn wir gerade eine sehr schwierige Marktsituation haben, wie zum Beispiel bei der Finanzkrise 2008. Das heißt, für Privatanleger war diese Strategie schlichtweg nicht möglich. Nun gibt es aber mit diesen ETFs, die erstaunlich gut funktionieren, auch für Privatanleger eine Möglichkeit, gehebelt in einen breiten Index zu investieren. Ich habe hier mal als Beispiel das ETF-Profil von dem Amundi Leveraged MSCI USA angehängt. Ich öffne auch mal die URL und stelle den Link zu dieser URL in den Chat. So. So, extra ETF kommt. Okay, wo ist jetzt hier der Fehler? Okay, dann kopiere ich nochmal die ISIN. ISIN, Wertpapiersuche. Hier ist er. Hier ist der ETF. Ich stelle den Link mal hier rein bei GoToWebinar in den Chat. Genau, und dieser ETF von Amundi Leveraged MSCI USA kommt in einem 10-Jahres-Zeitraum auf eine jährliche Rendite von 28,3%. Seit Auflage sogar 31,22%. Der hat ganz kurz nach der Finanzkrise begonnen, war natürlich auch ein guter Startzeitpunkt hier. Vorauflage 16. Juni 2009. Und der schafft es, diesen MSCI Leveraged Index sehr gut nachzubilden, hat einen sehr geringen Tracking Error. Es gibt ja die Website trackingdifferences.com und hier sieht man immer den Vergleich zwischen dem Index und diesem ETF und er bildet diesen Leveraged Index von MSCI wirklich sehr, sehr gut nach. Jetzt hat mich das natürlich neugierig gemacht und ich habe ein bisschen geforscht, wie so etwas über die gesamte Börsengeschichte ausgeht. Es gibt ja noch keine ETFs, Leveraged ETFs, die das seit
80 Jahre machen konnten, solange gibt es diese Produktgattung einfach noch nicht. Ich bin über dieses Paper gestolpert, Leverage for the Long Run, A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks. Machen wir das Paper mal auf und schauen da mal rein, welche Erkenntnisse es gibt. Es arbeitet mit sehr schönen Diagrammen, darum kann ich das Ihnen beschreiben, auch wenn das Paper eigentlich in Englisch ist. So, ich öffne mal die PDF-Datei. So, nein, noch nicht. Komm. Habe ich sie jetzt unter Download? Moment. Moment. Hier ist es. Okay. Gucken wir uns mal an, was hier geschrieben steht. Es gab ein Update in dem Paper am 31. Dezember 2020. Okay, er schreibt, dass diese Leverage ETFs natürlich auch die brutalsten Aktienmarkteinbrüche überstehen müssen. Wir hatten brutale Aktienmarkteinbrüche 1929, 1987, 1998, 2007. 2007 bis 2009, Financial Crisis. Das waren ganz große Crash-Bewegungen. Und jetzt ist die Frage, wie haben sich diese Leverage-Strategien geschlagen? Gucken wir uns mal die Performance allgemein an. Vom Oktober 1928, das ist so der Startzeitpunkt für den S&P 500 oder für den Vorläufer des S&P Index, des S&P 500 Index. Wenn man $1 in diesen Index investiert hätte, wären $4.059 rausgekommen. Wenn man mit einer Hebelwirkung von 2 agiert hätte, dann hat man jetzt einen Return von 591.000 US-Dollar und hat eine 146 mal so gute Performance wie in dem Basisindex. Jetzt muss man aber natürlich aufpassen, was die Drawdowns angeht. Beziehungsweise zunächst müssen wir ein Konzept verstehen, das bei diesen Leverage ETFs leider der Fall ist, ähnlich wie bei Faktorzertifikaten, die haben eine Pfadabhängigkeit. Warum? Weil der Hebel eben jeden Tag neu adjustiert wird. Hier sieht man verschiedene Entwicklungsszenarien, die alle zu einem gleichen Ergebnis im Index führen. Also ich habe hier Pfad 1, wie sich der Kurs entwickelt. Und die Performance im Index ist genau die gleiche. Wir haben hier einen Pfad 2, einen Pfad 3 und einen Pfad 4. Am Ende vom Tag ist die Ergebnis des Index immer die gleiche, also im S&P 500. Die Volatilität ist aber unterschiedlich. Und was man hier sieht, je nach Pfad gibt es in diesen Leveraged ETFs unterschiedliche Returns. Bei hoher Volatilität funktionieren diese Hebelprodukte nicht mehr so gut. Das können wir mal als erstes Fazit festhalten. Bei hoher Volatilität funktionieren diese Hebelprodukte nicht mehr so gut, weil hier die Pfadabhängigkeit voll greift. Also ist die erste Erkenntnis, wir sollten in diese gehebelten ETFs dann investieren, wenn die Volatilität niedrig ist. Jetzt gucken wir uns mal an, wann die Volatilität niedrig ist. Und das ist so ein guter Gedanke aus dem Paper. Er hat mal geschaut, wie hoch sind die Volatilitäten abhängig von gleitenden Durchschnitten. Und man sieht, dass wenn wir überhalb von gleitenden Durchschnitten sind, wie hier dem 200-Tage-GD, dass die Volatilität überhalb des GDs niedrig ist. Also wir haben in schönen Marktphasen, die eben dadurch charakterisiert sind, dass sich ein Index überhalb eines gleitenden Durchschnitts bewegt, haben wir eine niedrige Volatilität. Und wenn der Index sich darunter bewegt, wenn wir Stresszeiten haben wie aktuell, dann ist die Volatilität höher. Und das war eine schöne Erkenntnis, weil es hier gar nicht mal so gut darauf ankommt, ob ein gleitender Durchschnitt an sich ein guter Markt-Timing-Indikator ist, sondern es geht einfach darum, um festzustellen, wann diese Hebelmethodologie, die von MSCI ja so entwickelt wurde, wann die gut funktioniert. Und hier haben wir festgestellt, in Niedrig-Volatilitätsphasen, und Niedrig-Volatilitätsphasen liegen
dann vor, wenn sich die Märkte oberhalb von relevanten GDs bewegen, also eher in Sonnenscheinmärkten. Auch die Expansionsphasen sind deutlich länger in guten Zeiten. Also wenn wir in einer Rezessionsphase sind, dann bewegt sich der Index in 68,2% der Fälle unterhalb des GDs. Wenn wir in einer wirtschaftlichen Aufschwungsphase sind, dann bewegt sich der Markt in 80,6% der Fälle überhalb hier des GD 200. GD 200 wird hier sehr oft erwähnt. Also wenn man es genau berechnet, wenn man es genau optimiert, das haben wir gemacht, ist der optimale GD übrigens der GD 195. Ja, und hier sieht man, wie hoch die verschiedenen Returns in der ganzen Börsengeschichte überhalb der GDs waren. Also der Markt performt auch deutlich besser, wenn wir in den Phasen überhalb des GD 200 sind. Genau, jetzt haben wir zwei Erkenntnisse gemacht. Ein GD ist ein guter Markttiming-Indikator, um zu wissen, wann wir mit einem Leveraged ETF in den Markt rein wollen. Vor allem sieht man, warum das so wichtig ist. Im Jahr 1929 bis 30, 31, 32, wo die Weltwirtschaftskrise war, hier hatte der S&P 500 hier einen Drawdown von fast 90%. Und wenn man hier in einen gehebelten ETF investiert, dann kommt man wirklich an schmerzhafte Probleme, an sehr, sehr, sehr schmerzhafte Probleme. Genau, er macht hier eine Berechnung. Er sagt hier, der S&P 500 hat einen jährlichen Return von 9,5%, und wenn man ihn um den zweifachen Faktor hebelt nach dieser Methodologie, dann kommt er auf eine Performance von 14,4%. Warum nicht das Doppelte? Wie gesagt, weil der Hebel wird täglich adjustiert und wir haben diese Pfadabhängigkeit. Man verliert in Seitwärtsbewegungen und man verliert in Phasen hoher Volatilität, verliert man mit diesem Leveraged-Produkt, verliert man einfach Performance. Und zudem kommen die Finanzierungskosten ja auch noch hinzu. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Wenn wir uns jetzt angucken, wenn wir jetzt einfach sagen, wir hebeln den gesamten Markt und machen eine Buy-and-Hold-Strategie in einem Leveraged-Index, dann ist der Drawdown nach meinem Geschmack zu hoch. Ich gucke hier mal, diese orange Linie markiert den zweifach gehebelten S&P 500 und hier kommen wir in Drawdown-Bereiche rein von 70 bis 80%. Das hält kein Mensch, kein normaler Mensch durch. Glauben Sie mir. Jede Anlagestrategie, die man fährt, sollte nicht auf Drawdowns von über 40% kommen. Der S&P 500 hat ja während der Finanzkrise auch einen Drawdown von 50% gehabt. Aber für Anlagestrategien, wo man nicht einfach den gesamten Markt kauft, man zweifelt. Denn die Zweifel werden zu groß und man hält das in der Regel nicht durch. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich der Index entwickelt, wenn wir nur in diesen gehebelten Indizes investiert sind, wenn die 200-Tage-Linie, wenn wir überhalb der 200-Tage-Linie sind. Und hier sieht man, dass wir gegenüber dem S&P 500 hier 9,4% Rendite mit dieser, wir sind nur dann investiert, wenn wir über den GD 200 sind, dann kommen wir auf 19% jährliche Rendite. Bei einem maximalen Drawdown, das war hier während der Weltwirtschaftskrise von -78%, aber während der anderen Krisen haben wir das, ist dieser deutlich geringer. Das werde ich gleich zeigen. Und hier ist dann, in diesem Chart sieht man, wie sich die unterschiedlichen Strategien entwickeln, S&P 500 und hier eben der zweifach gehebelte S&P 500. Genau, das haben wir bei TradeFox gesagt. Das ist ein interessantes Ergebnis. Wir wollen das natürlich wissen, ob das wirklich so stimmt. Und darum haben wir das nachgebaut. Wir haben ein Simulationstool entwickelt. Und dieses Simulationstool haben wir vorhin auch online gestellt. Wir haben es online gestellt auf markets.traderfox.com. Also gehen Sie gerne auf die Website, gehen Sie gerne auf markets.traderfox.com. Es müsste für alle funktionieren. Und bitte bookmarken Sie sich die Seite, hier werden ganz viele tolle Tools kommen. Okay, ich zeige mal, was man hier einstellen kann. Hier kann man zuerst den gleitenden Durchschnitt wählen.
Also über dem GT200 wollen wir mit Hebel 2 investiert sein. Das bedeutet hier Investitionsgrad über 200%. Unterhalb des GDs kann man machen 50% Investitionsgrad oder 0% Investitionsgrad. Und hier kann man den durchschnittlichen Leitzins angeben. Es gab in der Geschichte der Börse Hochzinsphasen, es gab Niedrigzinsphasen. In den letzten 7 Jahren hatten wir eine Niedrigzinsphase, da hat das Leverage fast gar nichts gekostet. Hier kann man quasi, je nachdem welcher Zeit man ist, oder beziehungsweise einen Durchschnittswert muss man hier eingeben. Ich habe jetzt mal hier 1% eingegeben. Jetzt machen wir mal die Simulation. Wir berechnen das mit dem S&P 500. Bitte beachten, es ist der S&P 500 Kursindex, nicht der Total Return Index. Den Total Return Index haben wir auch, aber da haben wir die Zeitreihen nur seit seit 1900 irgendwas 88, also nicht ganz so lange. Im S&P 500 Total Return Index ist die Rendite höher, weil dort auch die, es ist ein Performance-Index, auch die Dividenden fließen mit ein. Jetzt gucken wir uns mal die Statistiken an dieser Regel. Wo wir gerade übrigens investieren, ist folgende Erkenntnis. Unterhalb des GDs bietet es sich an, dass man in Low-Vola-Dividend-ETFs investiert. Die zeigen ja auch robuste Performance in diesen eher stressigen Marktphasen. Okay, was ist das Ergebnis hier? Aus 10.000 Dollar wurden hier seit dem Startzeitraum im Jahr 1950, wo wir die Daten gerade vorliegen haben, wurden 76 Millionen gegenüber 2,4 Millionen bei einer Buy-and-Hold-Strategie. Wir haben eine Performance von 13,1% gegenüber 7,88% mit Buy-and-Hold im S&P 500. Wir haben einen maximalen Drawdown in der Strategie von 51%. Also die GD-Regel, die sagt, es ist nur dann gehebelt investiert, wenn wir oberhalb des GD200 sind, hat hier wirklich gute Dienste erwiesen. Einen durchschnittlichen jährlichen Drawdown haben wir von 16,6%. Gucken wir uns mal, was man hier sehen kann, sind die wann der S&P 500 einen GD kreuzt und wann die Strategie quasi wechselt. Hier sieht man sämtliche Daten. Wir kommen am 4. Januar 1950 aus einer 2-Tage-Investitionsphase und hatten eine 6-Tage-Investitionsphase, wieder 6, immer Handelstage-Investitionsphase, 2-Tage-Investitionsphase. Also da ging es um den GD wild hin und her. Dann im Jahr 1952 hatten wir eine 436-Tage-Investitionsphase mit einer Rendite von 30,7%. Hier 1956 kommen wir aus einer 628-Tage-Investitionsphase. Hier haben wir quasi alles aufgeschlüsselt, wie dieses Marktampelsystem funktioniert hat. Wenn Ihnen das gefällt, habe ich eine kurze Bitte. Schreiben Sie bitte einfach in den Chat, gut gemacht, freut mich, weil dann zeige ich das morgen unseren Entwicklern. Das ist für die immer so ein kleiner Motivationsschub, wenn ich zeigen kann, hey Leute, ich habe ein Webinar gemacht und denen gefällt das Tool, das ihr gebaut habt, hat den meisten Leuten gefallen. Also wenn Sie einfach kurz in den Chat schreiben können, hey, liebe TraderFox-Entwickler, gute Arbeit für uns, dann freuen die sich morgen richtig. Dann kann ich als Chef unsere Entwickler auch ein bisschen motivieren. Genau, das Tool stellen wir bereit auf markets.traderfox.com. Es ist gratis. Sie können damit selber rumprobieren, selber experimentieren und diese Leverage-Strategie quasi kennenlernen. Wie geht es bei TraderFox weiter? Was machen wir damit? Wir finden das natürlich auch mega spannend. Und diese Strategie ist bei uns richtig aufgehoben in unserem Magazin The Big Call. Das ist der Optionsscheindienst von TraderFox. Wir nennen das jetzt um in der Hebeldienst, weil wir es generell erweitern wollen, oder in Leveraged Investing Strategies wird der neue Untertitel sein. Und dort setzen wir diese ETF-Marktampelstrategie um. Also wir führen ein Musterdepot mit realem Geld, es wird ein Echtgeld
Depot. Geplant ist, dass wir 100.000 Euro von unseren Firmen Geld in diese Strategie investieren. Und dann gehen wir wirklich, wenn der GD auf Schlusskursbasis drunter stieß, dann gehen wir am nächsten Tag raus und wieder rein in die gehebelte Strategie. Also das heißt, wir bilden diesen gehebelten Ansatz nach aktiv. Wen das interessiert und wer uns auch bei diesen Dingen unterstützen möchte, diese Tools weiterzuentwickeln und zu verfeinern und das transparent nach außen hin zu kommunizieren, der ist gut aufgehoben bei unserem Produkt. Ich zeige das mal. Ja, hier. Ja. Aktien-Markt.de. Hier. Aktienmärkte.de. Genau. Hier kann man auch bestellen gehen. Und dort sieht man dann den Börsendienst, der Big Call. Da setzen wir die Strategie um. Ich stelle den Link mal hier rein. Aktienmagazin Produkte, der Big Call. Da setzen wir die Strategie zukünftig um. Ja, was ist, also man sieht im Endeffekt hier, dass über die gesamte Börsengeschichte hat dieser Ansatz gut funktioniert. Was sind die Nachteile? Oder wo sehe ich die großen Risiken? Das fast größte Risiko kommt eben dann doch vom Produkt. Wir haben hier einen Leveraged Index, der ist nicht physikalisch nachbildend, der bildet den Index synthetisch ab. Also mit Verträgen zwischen den verschiedenen Bankinstituten. Und hier hat man natürlich ein gewisses Risiko, wenn diese Banken, die dahinter stehen, wenn die pleite machen. Jetzt schätze ich das aber folgendermaßen. Ich glaube nicht, dass diese Banken in Schönwetterphasen pleite machen, sondern eher dann, wenn wir eine Krisensituation haben. Und darum halte ich diese Strategie für wirklich sinnvoll, dass man sagt, unter dem GD 200, wenn wir eher Krisensituationen haben, also man sieht, ich kann mal hier reinzoomen während der Finanzkrise, zoom, hier während der Finanzkrise, da geht der Markt unter den GD 200. Und dann sind wir quasi während der gesamten Finanzkrise, während dieser wirtschaftlichen Stressphase, sind wir unter dem GD 200. Und in solchen Stresssituationen sind wir in diesem Hebel-ETF nicht mehr investiert. Was wir gerade aufsetzen, ist, dass wir unter dem GD 200, dass wir hier einen Investitionsgrad haben, aber nicht mit dem S&P 500, sondern in einem Low-Volatility-Dividend-ETF. Einheit Dividend ETF, den ich zum Beispiel persönlich sehr stark in meinem eigenen Depot gewichtet habe, ist der Vanguard FTSE All Dividend ETF. Ich zeige den auch mal. Hier, der, wie gut der in Krisen performt, sieht man zum Beispiel aktuell. Der ist quasi am Allzeithoch, obwohl wir gerade in einer sehr schwierigen Marktphase uns bewegen. Dieser ETF hat eine Ausschüttungsrendite von aktuell bei 3,5, wie sie liegt bei 3,5%. Und warum der so eine gute Performance hat, sieht man bei den Aktien, die enthalten sind. Ich glaube, das hat extra ETF gar nicht. Gehe ich auf Just ETF. Die müssten die Position haben, beziehungsweise wir könnten auch zu Vanguard gehen. Genau. Hier sind die Positionen. Man hat hier solche Riesen aus dem Gesundheitssystem, man hat hier aus dem Ölsektor eine Exxon, man hat hier eine Procter & Gamble aus dem Basiskonsumgütersektor, wir haben eine Nestle drin, wir haben eine Pfizer drin, wir haben eine Coca-Cola drin. Also sehr viele Basiskonsumgüter, Gesundheit, Ölsektor und dadurch kommt jetzt auch die große Stärke in diesem schwachen Marktumfeld zustande. Genau. Aber so ist unsere Strategie, die wir selber mit unserem eigenen Geld umsetzen wollen, dass wir sagen, oberhalb des GD 200 fahren wir diese Leveraged-Strategie, unterhalb spielen wir einen High-Dividend-Low-Vola-ETF, der physisch replizierend ist. Und wie dieser Low-Vola-ETF, wie der die Performance
erhöht. Das programmieren wir noch. Schauen Sie einfach vielleicht in 2 Wochen nochmal vorbei auf markets.traderfox.com. Dann werden wir das vermutlich schon umgesetzt haben. Ja, ich denke, ein sehr schönes Tool, das unsere Entwickler hier hinbekommen haben. Man kann dort solche ETF-Strategien, gehebelten ETF-Strategien gut simulieren und wir werden das auch nach und nach weiter verfeinern. Es ist ein mega spannendes Thema, weil vor allem, weil wir Privatanleger hier jetzt Möglichkeiten haben, die es so in der Vergangenheit nicht gab, solche Strategien zu spielen. Ja, jetzt das war es soweit von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Ich schaue mich mal ein bisschen um. Die Frage kommt, wäre es nicht sinnvoll, in ein K.O.-Zertifikat zu investieren? Nein, das ist nicht so sinnvoll, weil K.O.-Zertifikate haben eine wesentlich höhere Kostenstruktur. Also was diese Leverage ETF ja hinbekommen hat, dass wir Finanzierungskosten haben in Höhe des Leitzinssatzes. Die Hebelprodukte, die haben eher Finanzierungskosten so in der Größenordnung von 3 bis 4%. Wir können hier mal einen Test machen. Ich gehe zum Beispiel mal auf die Seite von One Markets, ja, einem Derivateanbieter, der eigentlich eher günstige Finanzierungskosten immer hat. Also die HVB ist eher günstig unterwegs. Gucken wir uns da mal an. Jetzt gehe ich mal hier auf den DAX und guck mal nach einfachen Knockout-Produkten auf den DAX und gucken wir uns mal die Finanzierungskosten in diesen Knockout-Produkten an. Hebelprodukte, Knockout. So, wo kann ich hier DAX eingeben? Komm, ich suche den DAX. Wo kann ich jetzt hier den DAX suchen? Ich will ein DAX-Zertifikat. Ja, hier suche DAX. So. Das tut nicht so richtig. Ja? Dann gehe ich über unser Trading Desk. Dort kann ich dann das Produkt suchen und dann den Link erzeugen hier. Ich gehe auf Derivate. Dann gehe ich auf HVB. DAX ist aktiviert. Ich gehe auf HVB. Dann gehe ich auf die Webseite. Und dann komme ich auf der Webseite auf die Detailseite. Hier. Hier habe ich ein HVB Turbo Bull Open End auf den DAX. Und dort unten stehen die Finanzierungskosten, der Anpassungszinssatz. Und man sieht hier, dass ich jetzt in diesen Knockout-Produkten einen Zinssatz von 3% habe. Das heißt, darum kann ich solche Strategien mit den Knockout-Produkten mit Hebel 2 nicht gut abbilden. Bei Knockout-Produkten müssten wir eher mal schauen, ob wir das mit einem Hebel 3 oder Hebel 4 gut umsetzen können, weil das sind die Finanzierungskosten erstaunlicherweise gleich. Man ist halt näher an der Knockout-Schwelle, aber dann könnte sich das eher rentieren. Aber das muss man im Blick behalten. Knockout-Produkte haben Finanzierungskosten. So, ich gucke nach weiteren Fragen. Es gibt noch sehr viele weitere gehebelte ETFs und das ist auch ein Thema, was wir im Magazin The Big Call umsetzen. Wenn Sie diese Strategie interessiert und Sie unserer Umsetzung zuschauen wollen, wenn Sie mehr Infos wollen, welche ETFs gibt das? Wenn Sie mehr Infos wollen, wie verhalten sich Knockout-Produkte mit Hebel 3, wenn man diese Strategie umsetzt? Dann sind Sie bei The Big Call gut aufgehoben, weil hier startet ab der nächsten Ausgabe diese Strategie und wir setzen das in der Praxis um. Ja, ich freue mich, wenn Sie uns bei diesem spannenden Projekt als Leser mit begleiten. Jetzt bedanke ich mich, dass Sie mir heute Abend zugehört haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Webinar auch wiedersehen. In diesem Sinne, einen schönen Abend.